So, wir sind wieder bei EFBE und wir haben gute Neuigkeiten. Die erste Station ist bereits überlebt. Die pedalierenden Kräfte haben wir bestanden. 100.000 Zyklen sind durch. Die Jens kann euch noch mal kurz erklären, was hier genau passiert ist. Wir haben, wie gesagt, 100.000 Mal eine Kraft in das rechte und dann das linke Pedal gegeben. Und zwar arbeiten wir mit 130 Kilo bzw. 1.300 Newton. Ja, das ist es schon von diesem Prüfstand. Jetzt nehmen wir die Maschine runter und es folgen noch 6 weitere Prüfstände. Leider ist EFBE auch bekannt dafür, dass sie gerne schlechte Nachrichten überbringen. Und somit hatten wir gestern einen unangenehmen Anruf. Und zwar hat sich ein kleiner Riss am Sitzrohr bei den vertikalen Kräften rausgearbeitet, den wir bei unserem ersten Test nicht rausgearbeitet haben. Deswegen waren wir relativ überrascht. Wir wollten aber jetzt uns davon, ja, sag ich mal, nicht die Dynamik nehmen lassen und die anderen Stationen alle abprüfen und haben dann den Rahmen abgeholt, haben ihn kurzfristig repariert, ein Sitzrohr reingemacht, eine Schweißnaht rumgelegt. Ist jetzt natürlich von der Festigkeit das Material nicht mehr ideal, Wärmeeinflusszone, Gefügeveränderungen etc. Brauchen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wir wollen halt alle anderen Stationen weiterhin abprüfen und jetzt sind wir auf dem Bremsprüfstand. Ich stelle den jetzt an, ich habe die Ehre und Jens erklärt euch, was da abgeprüft wird. Was wir machen, ist relativ anschaulich. Wir haben hier eine 200 mm Bremsscheibe, wir haben den Hebel, der das Laufrad symbolisiert. Am Radaufstandspunkt leiten wir die Prüfkräfte ein. Das sind einmal 400 in die eine, 200 Newton in die andere Richtung. Das Ganze machen wir 100.000 Mal und dann ist auch dieser Test fertig. Wir sind jetzt hier bei dem nächsten Prüfstand und der läuft leider nicht, weil er frühzeitig abgebrochen worden ist. Und zwar hat sich bei der Steuerkopfprüfung ein Riss entwickelt zwischen Steuerrohr und Unterrohr, was für uns eigentlich mehr oder weniger sehr unerwartet kam, weil er sich relativ früh entwickelt hat. Das bedeutet für uns jetzt, wir müssen jetzt definitiv in die Analyse gehen. Das ist beim ersten Rahmen nicht passiert, das ist im Feld nicht aufgetreten. Da muss also irgendwie eigentlich ein komischer Fehler vorliegen oder es hat was damit zu tun, dass wir hier eben versteift haben und dadurch das Problem vom Oberrohr einfach nur auf das Unterrohr verlagern. Was wir jetzt machen werden, ist eine erweiterte FEM-Analyse in Auftrag geben und wir werden ins Labor gehen und eine Härteprüfung machen lassen, um sicherzustellen, dass der Rahmen auch die korrekte Wärmebehandlung erfahren hat. Was wir jetzt mit dem Rahmen noch machen können, ist ein letzter Prüfstand. Und zwar sind das die lateralen Kräfte, der simuliert also Kurvenfahren. Kurve rechts, Kurve links, Kurve rechts, Kurve links. Da wird das Hinterrad quasi am Radaufstandspunkt hin und her gewackelt. Und bei dieser Prüfung haben wir letztes Mal nicht bestanden. Das heißt, daraufhin haben wir sehr viele Änderungen in diesem Yoke eingeleitet und umgesetzt. Und da wollen wir natürlich gerne noch wissen, ob wir zumindest in diesem Bereich schon mal safe sind und uns dann eben nur noch ausschließlich um Steuerkopfbereich und dieses Problem mit dem Sitzrohr kümmern müssen. Wir sind jetzt hier bei der lateralen Prüfung angekommen. Wir prüfen hier hauptsächlich den Hinterbau, leiten die Prüfkräfte unten am Radaufstandspunkt ein, plus minus 400 Newton, das Ganze für 20.000 Mal. Damit simulieren wir hauptsächlich Kurvenfahrten und das schiefe Land nach einem Sprung. Was wichtig ist, dass wir diese Erfahrungen jetzt bündeln, uns an die Analyse begeben, aus den Fehlern lernen und das Produkt weiterhin verbessern. Das sind hier ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse, die uns ganz massiv dabei helfen, ein besseres und perfektes Produkt am Ende auf den Markt zu bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die bis hierhin bei uns geblieben sind und die diese Serie verfolgen und an uns glauben. Und wir werden hoffen, dass wir möglichst bald ein Video bringen mit neuer Energie und neuen Ideen und dann hoffentlich auch nicht mehr ganz so allzu lange bis zum serienreifen Rahmen, den wir brauchen. Dankeschön. Tschüss.